So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Crystal. Crystal. Mit Punky und mir. Mit den Ghetto Boys. Fuck yeah. So, jetzt wo ich einen Nebulak habe, das legendäre, den legendären Schattenmonarchen. Ignoriere aber du gleich die Bitch. Sie ist sowieso eine Bitch. Ja. Okay. So. Sie wird in Albträumen heimgesucht. Alter Mann. Falk von der Pokémon Arena. In Viola City ist ein großartiger Trainer. Er hat die Pokémon Arena seines Vaters geerbt und hat dort sehr gute Arbeit geleistet. Hm. Der Vater ist bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Irgendwie eine Ironie, oder? Sprich ihn deswegen nicht an. Okay. Das ist seitdem ist er ein Emo-Boy geworden. Und okay. Hat sich die Haare blau gefärbt. Okay. Oh, kack. Pokémon Arena von Viola City. Leitung Falk. Der elegante Meister der Flug-Pokémon. Da sind die Schilder hier Russen, da ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, los geht's. Oh mein Gott. Ich bin nervös. Geh mal raus. Hä? Viola City Pokémon Arena. Oh mein Gott, siehst du, was da steht? Arn. Arn? Was ist denn das für eine Bedeutung? Arn. Alter Mann, was soll das Arn bedeuten? Arn. Oh mein Gott. Ich kann dir das nicht erklären. Am besten rufst du einen Professor an oder irgendwelche anderen weisen Menschen. Ich kann das nicht erklären. Der Professor? Mit den Anrufen? Hallo? Sind Zero? Ja, ich bin's. Oh cool, hi. Na, was geht ab? Ja, nicht viel. Ich stehe hier vor der Arena in Viola City. Ja. Und da steht oben so ein Arn. Ich wollte wissen, was das heißt. Arn? Oh, mein Junge. Warum bist du nur so neugierig? Ich würde dir gerne weiter was davon erzählen, aber es ist so, mein Akku ist schwach und ich finde mein Aufladegerät nicht und ich habe noch sehr, sehr viele wichtige Anrufe. Nein, ich kann mich da nicht rausreden. Ich werde es dir erzählen, aber nicht jetzt. Übrigens, wie geht's dem Pokémon-Ei? Pokémon-Ei? Alter, ich hab das Pokémon-Ei. Ich hab's einem Assistenten von dir losgegeben. Du kennst doch deinen netten Bodybuilder, oder? Ja, klar. Ja, er wird's dir demnächst vorbeibringen. Oh. Und sagt bezüglich Arn, du musst noch ein bisschen reifer werden, Junge. Besieg erstmal den Arena-Leiter. Aber pass auf, er ist ein ziemlicher Emo-Boy. Okay, gut, dankeschön. Kein Problem. Okay. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Weil wenn ich gerade hier bin, wie geht's eigentlich meiner Mama? Mama? Hallo? Mama, ich bin's! Ah, Princess Sincero. Hart am Arbeiten? Ja, Mama, ja. Oh. Viola City. Du bist in Viola City? Ganz genau. Ist da nicht der Knofensator? Ja, Mama, du hast recht. Oh. Hast du den schon angesehen? Ja, Mama, der war ziemlich komisch. Nebenbei, du hast 356 Pokédollar. Oh, cool, Mama. Ich hab ein bisschen mehr gespart. Ich hab mir davon ein bisschen was genommen. Möchtest du denn weiter sparen? Ja, wieso nicht, Mama? Komm, es beiden zugute. Okay, ich werde dein Geld sparen und dann mir ein bisschen was nehmen. Wieder. Mama, geh ins Bett. Mach weiter so, ich werde gleich schlafen gehen. Ich drück dir die Daumen, Schatz. Ciao, Mama. Ciao. Toll, Stone das Volk. Ja, Mann, ey, okay, gut, muss ich wohl die eine erstmal besiegen. Oh. Hi. Hey, der stadtbekannte Nerd. Hey, ich bin zwar kein Trainer, aber ich habe viele Strategy Guides gelesen und spiele den ganzen Tag Dota und kann dir gute Tipps geben. Oh, cool. Glaub mir, wenn du es tust, kann dein Traum von Meister, mal von der Meisterschaft in Erfüllung gehen. Du glaubst mir? Dann pass auf. Du Pflanze ist schwach gegen Typ Flug. Okay. Das solltest du dir merken. Hm. Und was ist stark gegen Typ Flug? Weiß ich nicht, ich spiele nur Dota. Doch, immerhin, wie im Ghetto haben sowas gar nicht. Schwache Internetleitung. Egal. Versuch dein Glück, Junge. Hä? Versuch dein Glück, Junge. Okay, tu ich. Los geht's. Ist das Falk? Das ist nicht Falk. Das ist nur einer seiner Knechte. Ne,
Na, ich bin kein Knecht. Lass mich herausfinden, ob du gut genug bist, um gegen Falkan zu treten. Okay, finden wir es heraus. Finden wir es heraus. Gott, bitte keine Knopfensers. Keine Knopfensers, keine Sorge. Cool, danke, ich bin ein Punk, der Latzhosen dreht. Nice. Los, Habitag! Habitag. Okay, ich los, Caius! Hat gerade einen Furz gelassen. Okay. Das Ding ist Chaos, komm zurück. Ich merk's. Basti! Okay! Was ging an, bro? Oh, verdammt. Oh. Keine Sorge, Basti. Glut! Fein! Ja, ich glute aus meinem Arsch, ein bisschen nicht. Ja, Basti, verdammt. Plus kommt vor. Ja, das liegt an den Mehren, die du mir gegeben hast. Oh ja, toll, jetzt bin's wieder ich, ja? Natürlich bist du das. Immer bist du's. Basti, Pulse. Okay. I run on. Oh geil, Kai ist recht damit 10. Der fuck man, Kai ist voll im Fliegen. Das kann nicht wahr sein. Ja. Verdammt. Bin ich bereit, um Falk zu besiegen? Das muss der nächste Trainer entscheiden. Oh Mann, ey, Runner. Mach doch. Bist du der Nächste? Ich bin nicht der Nächste, ich bin auch der Letzte. Mhm. Und das Motto lautet Courage. Courage, ja, von mir aus. Sie sind alle hier. Üben, Tag und Nacht. Vogelmeister. Vogelmeistertrainer zu werden. Komm schon. Oh mein Gott, Vogelmeistertrainer, verdammt. Ja, Vogelmeistertrainer. Ich hab mein heißer Gehalt ist begonnen. Ja, egal. Wir sind trotzdem besser als diese Schlampe Wittke aus Höhen. Los, Taubsi! Okay, Caius! Basti! Fein, muss ich wieder den Job anderen erledigen. Blut! Na warte, das macht der Sandwich. Oh! Meine geschlossenen Augen, ich sehe nichts mehr. Fuck, öffne sie! Geht nicht, I'm Asian! Hey, immerhin treffe ich. Na geht doch. Der wird hoffen. Was okay? I'm rising. Quickly. Oh shit, another Taubsi. Pidgey. Blut! Der war nicht so schnell. Ja. Aber wie eben schlagen wir jetzt durch die Arena. Immerhin. Aber ich glaube nicht, dass wir so eine Chance gegen Falk haben. Meinst du nicht? Nein, wir müssen nochmal ins Pokémon Center runnen. Okay, dann run ich jetzt nach. Verdammt, gar. Gar? Sorry, ich muss doch an meinem Taubenruf arbeiten. Erste? It's overcoming me. Stop it. Ja. Also. Ja. Ja. Ja, ist alles okay. Was war das? Ich muss jetzt Pokémon. Okay. Run. Ich hab keine Turbo-Täter. Verdammt. Turbo-Treter werden das 3 Jahre später erfunden. Dammit. Oh, du bist gerade episch drüber gejumpt. Hast du sie gerade bestimmt angefurzt? Ja, mein Folge geht's nicht gut. Ja, okay, ausnahmsweise, Junge. Ich weiß, es ist schon nach Mitternacht. Schon okay, ich hab wieder mit dem Rauchen wegen dir angefangen. Aber. Siehst du, da sind 3 Aschenbecher an der Theke. Aber die sind alle voll. Eben. Ich komme ja nie dazu, sie wegzuschmeißen, weil da irgendwelche Spastentrainer hereinstürmen und ich bin ihren Pokémon fragen. Oh Mann, ey, ihr Ghetto-Kinder seid echt bedürftig. Oh Mann, eine Aushilfe wäre nicht schlecht. Tja, haben wir versucht, aber hier in der Region gibt's keine Scharnieras. Macht Sinn. Okay. Sowas haben wir nur in Kanto. Jetzt bin ich bereit für den Arena-Leiter. Ich gebe dir einen Tipp. Ja. Setz Caius nach hinten. Wieso? Weil, ich sag's mal so, Falk sollte vielleicht keine Geister sehen. Er ist ein bisschen paranoid. Außerdem ist es ganz nett, wenn... Oh mein Gott, Emo-Boy. Oh mein Gott, was für ein Emo-Boy. Guck mal, du siehst nur eines seiner Augen, das andere ist verdeckt. Nee, es geht nur darum, dass wenn du switchst, dann kriegt ja hinterher dann... Bash sie den ganzen Schaden ab.
Davon wäre es vielleicht von, ist ja vielleicht von Vorteil, dass du, ne, verstehst schon. Okay. Also halt nur als gut gemeinter Rat. Ne, ich will das Chaos im Bauch-DP. Okay, auch gut. Falk! Oh, ein Herausforderer. Ich bin Falk, der Arena-Leiter, ich meine, ich bin Falk, der Arena-Leiter von Viola City. Hast du okay, Falk? Man sagt, dass man die Flügel von Flug-Pokémon mit elektrischen Blitz stopfen kann. Echt? Sowas werde ich niemals zulassen. Ich werde dich die wahre Kraft der Flug-Pokémon spüren lassen. Okay. Für meinen Vater! Ist dein Vater nicht bei einem Flüssigumpf gestorben? Ich werde dich zerstören. Oh Gott. Los, Emo Boy Attack, Taubsi! Noch ein Taubsi. Los, Kaius! Kaius, komm zurück! Okay. Thirsty! Fine! Muss ich wieder den Dreckjob andere machen? So, du bist 7 Level. Oh! Also, okay, Thirsty. Nein, meine Genauigkeit ist gesunken. Keine Angst, Glut! Fine! Ich hab 14 Treffen immer ins Schwarze. Sehr schön, Bärchen. Oh. Ja, verdammt. Okay, dann muss ich mal mein mächtigstes Pokémon einsetzen. Tauboga! Oh shit, Boner und Scare. Toll, Level 9. Hat bestimmt in Vertania. Ja, ich hab dieses Tauboga in Vertania Wald gefangen. Nicht trainiert? Ich hatte keine Zeit dafür, okay? Ich bin 20 Stunden damit beschäftigt, am Grab meines Vaters zu heulen. Ach man, im Bärstig, Glut! Fine. Ja, mein Vater ist in einem Flugzeug verbrannt. Oh Mann. Du Bastard! Windstoß! Oh shit, Windstoß! Der heilige Move. Best der Vogel. Tut mir leid, was mit deinem Vater passiert ist, Mann. Es ist okay, ich kann es verkraften. Sei froh, du hast noch deine Mutter. Ja, wie geht's dir eigentlich? Ich glaube, sie hat mich abgestoßen, nachdem ich mir die Haare blau gefärbt habe. Oh Mann. Bestie Tackle! Kicke, yeah! Oh, fühlt sich das gut an. Tabuga! Oh nein. So. Ja. So schwer war das gar nicht. Verflixt. Mein Vater hat Flug-Pokémon geliebt. Das tut mir sehr leid. Also gut, nimm dies. Ja. Dies ist der offizielle Flügelorden. Der nein, das sind Rasierklingen. Hier, der offizielle Flügelorden der Pokémon-Liga. Und hier hast du noch 900 Pokédollar, davon wollte ich mir eigentlich weitere Rasierklingen kaufen. Es ist besser, wenn ich die Kohle nehme. Ja, kaufst du mir der Flügelorden! Kaufst du mir davon eine Rasierklinge? Falk, verdammt, hör auf! Der Flügelorden verstärkt den Angriff. Wert deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon außerhalb des Kampfes jederzeit Blitz einsetzen. Oh, cool. Hier, ich habe noch etwas für dich. Noch mehr Rasierklinge? Das ist Lehmstelle, eine User-Attack. Klingensturm, das ist eine gute Idee, dankeschön. Benutzt ein Pokémon eine TM, erlernt es sofort eine neue Attacke. Überleg dir den Einsatz gut. Eine TM kann nur einmal verwendet werden, eingesetzt werden, Jochen. Okay, ich box mal rein. Ja, Lebensstelle fügt einem Gegner Schaden zu und reduziert gleichzeitig seine Genauigkeit. Wow. Mit anderen Worten, sie ist sowohl defensiv als auch offensiv. Cool. Fall? Hulk, nein! Ja, geh jetzt. Ich lass meine Knechte ein bisschen Klopapier bringen. Ah. Oh verdammt, die Narben sind doch gerade erst verheilt. Nein! Jungs, einfach Klopapier, schnell! Geh jetzt, Junge, sie kümmern sich schon um mich. Okay, danke nochmal für den Orden. Ja, schneid dich nicht dran. What the hell? Ey, ich hab gewonnen, by the way. Ja, und er hat schon wieder getan, stimmt's? Ja. Was ist denn los mit ihm? Du weißt gar nicht, wie hoch die Klopapierkosten hierfür sind. Dabei ist hier nicht mal ein Klo zu sehen. Wir zahlen hier mehr Geld für Klopapier als für den Strom. Strom? Strom, um die Arena zu beleuchten. Aha. In der Nacht, Junge. Naja. Geh jetzt, Ghetto Boy. Viel Spaß, viel Erfolg bei deiner Pokémon-Reise. Oh, mein Telefon. Ach Gott, diese Vibration. Hallo? Hallo, Sincero? Wir haben etwas herausgefunden. Echt? Mhm, über das Ei. Mein Assistent ist im Pokémon Center. Von Viola City. Sprich doch bitte mit ihm. Okay.
Oh boy, oh boy, oh boy. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ja. Hallo. Sincero, lange nicht gesehen. Ja, wie geht's? Professor Lind hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Oh. Er hat noch eine Bitte an dich. Noch eine? Nimm bitte das Pokémon-Ei. Okay. Jetzt hast du drei Eier. Wir haben entdeckt, dass ein Pokémon erst schlüpft, nachdem es im Ei gewachsen ist. Okay. Außerdem muss es sich in der Nähe anderer Pokémon befinden. Zu schlüpfen. Ist es dann nicht in einem Pokémon-Labor irgendwie besser aufgehoben? Nein, dort haben wir nur noch ein Pokémon. Oh. Sincero, du bist die einzige Person, auf die wir uns verlassen können. Wenn nicht, klatsche ich dich in die Ecke. Okay, ich tu's. Bitte ruf Professor Lind an. Wenn das Ei soweit ist. Das ist keine Bitte, sein Befehl. Oh. Weggetreten. Mann, ey. Ein Pokémon-Ei, hä? Hm. Ei. Vielleicht sich mal zu bewegen. Vielleicht schlüpft es ja bald. Bewegt sich manchmal. Es könnte bald schlüpfen. Dann muss ich sogar mal in meine Tasche. Ich bin eine App. Von deinem Nokia. Ein Nokia? Du hast ein Nokia, weißt du das nicht mehr? Aber ich weiß nicht von solcher. Aber, warte. Okay, ich will dich mal testen. So. Okay. Rosalia City. Oh, das ist ja geil. Ja, alle Wörter, die du liest, können von mir übersetzt werden und in auditive Daten umgewandelt werden. Oh, geil, ich bin mir sicher, dass kein Handy der Zukunft sowas tun kann und ich kann das. Ist gutes Material. Okay, dann sagen wir bitte. Aber verbraucht viel Akku. Verdammt, sagen wir aber bitte kurz, was Gegengift kann. Gegengift heilt Vergiftungen. Oh, geil! Ich glaube, du bist die nützlichste App sein. Ach, du schon wieder? Ja, Ma'am, ich habe ein Ei! Du hast ein Ei? Ein Ei! Herzlichen Glückwunsch, mein Ehemann hat zwei davon. Ah, diese Kinder heutzutage. Können Sie meine Pokémon halten? Ja, natürlich. Halt mich halt noch länger davon ab, zu mir nach Hause zu kommen. Zu meinem Mann, der mich liebt. Wo wohnen Sie denn? Viola City. Ah. So, danke. Deine Pokémon sind wieder topfit. Dankeschön. Komm bitte morgen früh wieder vorbei. Ich mache jetzt Feierabend. Okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön, ich dir auch. Viel Erfolg zu dem Orden. Ah, dankeschön. Okay, ein mysteriöses Ei. Mysteriöses Ei, russische App. Falk haben wir geklatscht. Und Falk liegt im Krankenhaus vielleicht. Naja, scheint langsam interessant zu werden. Viel passiert in den ersten paar Stunden dieser Reise. Noch viele weitere werden folgen. Viele weitere werden folgen. Bis dahin, hören wir voneinander. Mach's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.